Hallo, liebe Leute, willkommen zum zweiten Video zum Bild der Woche. Und ich wollte noch mal kurz auf das Apnoe-Tauchen eingehen, also auf das tiefe Tauchen mit nur einem Atemzug. Also das Gefährliche ist, dass wenn der Taucher den Druckausgleich nicht schafft, ja, dass dann wirklich ja, sozusagen Sachen im Körper platzen können. Also besonders hier so in den Nasennebenhöhlen und kleine Äderchen. Und ihr kennt das schon, wenn ihr im Schwimmbad nach dem Ringen taucht oder beim Reinspringen ein bisschen tiefer kommt, dass dann der Druck total hoch wird. Ja, den muss man ausgleichen. Und bei den U-Booten ist es so, dass die Militär-U-Boote, meinte ich ja, die sind nur so bis 1000 Meter gemacht, weil dann würde nämlich einfach die Außenhülle an bestimmten Stellen platzen. Und ja, es würde Wasser reinkommen und würde undicht werden. Es gibt natürlich U-Boote in viel kleineren Maßstab. Die können auch noch viel, viel tiefer tauchen, auch bis zum tiefsten Punkt der Erde, bis 11.000 Meter tief. Genau, aber die sind dann ganz anders gebaut. Ja. So, und ja, jetzt wollte ich euch auf jeden Fall die zwei Taucher vorstellen. Das ist einmal, ist das Guillaume Nery und seine Frau Julie Gauthier. Ja, also der Taucher auf den Bildern ist Julie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und die Fotos gemacht hat und auch Videos, die es dazu gibt, das ist seine Frau Julie. Und das sind beides Apnoe-Taucher. Genau. Und dazu gibt es ganz, ganz tolle Videos. Das würde ich euch unbedingt empfehlen. Das eine, da geht es darum, ja, also da taucht er in ein Blue Hole, in ein blaues Loch. Das ist ja, in der Karibik, wirklich so eine Unterwasserhöhle, die dann mehrere hundert Meter tief geht. Und das ist ein ganz tolles Video. Das ist der erste Link unten. Und der zweite Link, das sollte sich wirklich jeder unbedingt von euch angucken. One Breathe Around the World, also mit einem Atemzug um die Welt. Das ist ein Kurzfilm. Bitte, ja, nehmt. Wenn ihr den schaut, nehmt euch Ruhe dafür, nicht vorspulen, möglichst auf dem großen Bildschirm, bitte in HD. Ja, am besten den Ton auch an und schaut euch den wirklich in Ruhe an. Also ich muss sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, so Kurzfilme und auch Lieblingsfilme überhaupt bei YouTube, die es überhaupt gibt. Also ganz, ganz toll und genau, da kommt auch die Szene mit den Walen vor. Und ja, schaut es euch an. Ich denke, das wird euch sehr gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch dazu hier mir bei Teams was schreibt, wie ihr das findet. Bis bald. Tschüss.